Wer meinen letzten Vlog gesehen hat, der weiß, dass ich ein paar Tage in der Heimat in Darmstadt verbracht habe. Jetzt habe ich mir hier so eine kleine Tasche gepackt, weil gleich mein Bruder kommt, um mich abzuholen, weil wir nämlich zu unserem Vater in den Schwarzwald fahren. What's up? Hm? Es geht. Das habe ich doch gerade gefragt. Ich spalte. Aber nicht wieder mit der Axt ins Bein hauen. Das war leider wirklich vor 20 Jahren. Bald Hammer, gell? Der ist jetzt schon richtig genervt. Wenn ihr beim Autofahren immer mal wieder diese Kamera in die Fresse gehalten wird. Was ist das? Zwiebeln. Kartoffeln. Selbstversorgern. Sehr gut. Einiges gemacht. Aber sind keine mehr da. Das ist still oder so. Schade. Ist das still? Ja, Bohnen. Oder? Ich mag keine Radieschen. Möhren. Oh, ich hätte gesagt Möhren. Ich nicht. Kein ich hätte gesagt. Sellerie? Sellerie, genau. Weintrauben. Oh. Ja. Aber nicht für Wein machen. Nein, so viel verstehe ich. Ja, sagt doch nicht Wein. Ach so. Also Weintraube. Das könnte lustig werden. Die kleine Schwester kann einem nicht mehr auf die Nerven gehen. Auf die kleine Schwester sich schnecken machen. Und gehört dir so ein gemeinen Knuppel. Also, du musst ja in die Mitte schlagen. Du nimmst die andere Seite. Du musst halt da reinzuhauen in die Mitte. Ganz allein macht es natürlich nicht. Ja, okay. Das ist ohne Kraft. Ist ohne Kraft willst du mich machen. Aber nur am letzten Zug nimmst du rum. Ohne Kraft heißt für mich. Lass das Ding fallen. Und wo muss ich da? Ah nee, der ist ja gemein. Nimm doch so einen kleinen. Ne, nimm den. Geübter Blick. Das ist super. Ja, schön. Also, einfach da. Ja, in der Mitte. Wenn du den nochmal böse anguckst, fällt er auseinander. Vorsicht, keiner hinter mir. Achso, ja. Ich habe ja mal schon einen Golfschläger in die Fresse gekriegt. Ja. Ja, den muss ich leider noch eingeben, aber der ist eigentlich schon durch. Ja, okay, reicht dann auch. Wenn ich pfeifen könnte, würde ich es jetzt tun. Klar. Der sieht komisch aus. Danke. Ich nehme ja nicht im Hochsommer eine Jacke noch mit.
Ich hoffe, das wird einfach nicht zu kalt da unten. The direction we were moving was clear now. Without wanting it, without even knowing it, we were becoming a gang. Some boys began to drink beer and whiskey. A few began to smoke marijuana. Gestern hat es leider den Großteil des Tages geregnet, weshalb wir jetzt nicht so viel unternehmen konnten und dann ja einen ganz ruhigen, gemütlichen Abend gemacht haben, ein bisschen gespielt und so. Jetzt fahren wir gleich zu einem kleinen Familientreffen auf dem Gütle. Das Gütle ist ein Haus, das sich meine Großeltern vor ein paar Jahrzehnten oder so gebaut haben, auf so einem ja, relativ großen Grundstück in einem Tal an einem Fluss, recht abgelegen. Und ich verbinde damit einfach voll viele Kindheitserinnerungen, weil wir in den Ferien damals fast immer dort gewesen sind. Als meine Großeltern noch dort gewohnt haben, gab es dann auch ein paar Tiere. Und das Allerbeste waren die zwei Schäferhunde, die dort gelebt haben. Und das hat meinen Bruder und mich tatsächlich so geprägt, dass wir beide sagen, wir wollen irgendwann mal einen Schäferhund haben. Ich bin einfach super gespannt, wie es da aussieht, weil ich auch wieder ein paar Jahre lang nicht dort gewesen bin. Und ja. Das hier ist die Hütte, in der wir früher immer übernachtet haben. Da oben. Riecht immer noch genauso wie vor 20 Jahren. Hallo. Ich muss gerade. Ich bin der junge Vater der kleinen Melanie. Und hier haben wir vor Jahrzehnten am Wochenende auch mal gehaust. Ich habe gerade auch überlegt, so wie lange es her, wollt erst so 10 Jahre sagen, dann so, nee, Moment, 20 Jahre. Schon? Ja, 20. Verrückt. Hier, das war mal ein Garten. Jetzt eher nicht mehr. Das ist neu. Das auch. So, jetzt gehe ich gerade, glaube ich, zu den Tipi-Zelten, von denen ich schon gehört habe. Also ihr könnt euch vorstellen, für Kinder ist das hier natürlich ein Traum. Hier ist jetzt ein Platz mit Zelten. Früher war das tatsächlich mal ein Fußballplatz für uns Kinder. Ja, wir können ja gleich noch spielen. Natürlich haben wir Küken gesehen. Um Darmstadt rum gibt es auch Bauernhöfe. Sogar um Berlin rum, ja. Glückliche Hühner. Ne? Hallo. Das sind aber stille Hühner. Kann man die streicheln? Schade. Hier, dann machen wir noch Hühner.
irgendwas erzählt. Boah, der hat mich gerade angestarrt. Hallo, hier ist jetzt kein Profi, aber ich nehme trotzdem auf. Das ist Melanie und Florian. Ha, ha, ha. Soll ich was dazu sagen? Nein. Nein, bitte nicht. Hallo, Flo, möchtest du was sagen? Nein, er möchte nichts sagen. Ein gnadenloses Geschwisterduell. Jeder kämpft um jeden Ball. Auch unser Florian. Hier, groß im Bild. Ey, genauso scheiße hast du es in unseren Kindervideos. Echt? Hier ist der Florian, der kann kacken und essen. Einmal hast du es gesagt. Mit dem kann man nicht viel anfangen, der kackt und isst. Ey, die Kamera geht nicht in die Richtung, wo ich will. Die bewegt mich halt langsam. So wie du. Sehr graziös. Mhm. Ja, ja, jetzt wieder nicht. Verbissener Gesichtsausdruck. Das heißt, der Wille zum Sieg ist da. Jetzt kommt Wut mit ins Spiel. Und dabei diese Grimasse ist schon göttlich. Allein dafür lohnt sich die Aufnahme. Wiedersehen. Ja, ich helfe. Ja, die dämliche Kackkamera. So werde ich hier unterstützt. So, wie kann ich dir helfen, liebster Bruder? Hilfst du draufzulegen? Ja. Achso. Ja. Die läuft durchs Bild. Also das kann sein, dass die noch weiter da drüber. Kann man da einsteigen? Bist du da unten nochmal drüber? Boah. Du spielst ja auch mit, ne? Schade. Ja, das war ja meine Idee. Ja, ja, das war nicht.